Und da sind wir wieder zurück mit Let's Play Dead Space 3, meine Damen und Herren. So, wir begeben uns dann jetzt gleich mal hier in dieses kleine Höhlchen rein. Schauen wir mal, was uns hier drinnen so erwartet. Richtig, richtig geile Atmosphäre. Es war klar. Ja, ich muss hier lang. Also die Schockmomente kriegen sie hier in diesem Spiel, zumindest in solchen Dingern. Sonnenlicht. Da erwartet mich doch bestimmt noch was. Oh, die Szene kenne ich aus der Demo. Ich weiß, was jetzt kommt, fürchte ich. Ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Habe ich genug Munition? Mal kurz nachschauen. Habe ich nicht, aber ich habe keine Wahl. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Na komm. Wir sind in der Kommandozentrale. Ich komme so schnell ich kann. Alles klar, Kommandozentrale. Aber erstmal Bank. Ich weiß gar nicht, sind meine Bots schon wieder da? Ich glaube nicht, ne? Nee, sind sie nicht. Aber ich will doch... Oh, ups, das wollte ich nicht. Ich wollte einmal gucken, bei Objekte herstellen. Ja, ich kann mir Munitionsclip bauen. Oh, ist das geil. Das werde ich gleich mal machen. Verkaufen kann ich hier noch. Das gibt mir den zurück, aber was ist denn teilen? Ach so, das ist für den Koop-Modus. Ah, geil, alles klar. Das sind nämlich viel zu viele Stase-Packs, die ich hier habe. So, ich würde mal sagen, an Medipacks reicht das. Ich werde mir aber nochmal ein paar, mal so drei Torx-Stangen machen. Dann sollte das jetzt erstmal genügen. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen Ressourcen schon verbraucht habe, werde ich mal gucken, ob ich mal wieder ein bisschen was in den Anzug packen kann. Rig Upgrade. Die Trefferpunkte könnte ich rein theoretisch noch um einen erhöhen. Aber ich glaube, ich will lieber mal die Panzerung erhöhen. Ja. Stase habe ich noch gar nichts. Ich mache auch lieber, glaube ich, erstmal die Kinese. Ja. Sehr schön, dann fehlt mir nur noch ein Punkt, dann habe ich die Kinese voll. Und Stase, ich weiß nicht, Stase setze ich so total selten ein. Irgendwie. Nee, komm. Anzug wechseln ist nicht drin. Ich brauche immer noch den arktischen Anzug, würde ich raten.
Ja, und der sieht auch gar nicht so schlecht aus, finde ich. Nur dieser Pussy-Pelzkragen muss meiner Meinung nach nicht sein. So. Ja. Gut. Dann gehen wir mal raus. Gucke ich mir noch einmal ganz kurz das Inventar. Ja, sehr schön. Das sieht doch ganz gut aus. Ups, na. So, alles klar. Dann werden wir mal hoch zu Kawa fahren. Oh, eine Cutscene. Ja, dann weiß ich, was jetzt kommt, glaube ich. Dieses Drecksvieh. Ich sag's doch, ich benutze wie keine Stase. So. Au, ey. Ach, noch ein Arm weniger. Komm her. Autsch. Yes. Ah, hör doch mal auf, Penner. Klar, Moment mal eben. Nein, scheiße, da komme ich nicht rein. Au. Drecksteil. So, komm. Was? Wo willst du hin? Scheißvieh! Ja, stimmt. Eindeutig Scheißvieh. Hauptsache, das Drecksteil haut ab. Na, aber immerhin haben wir das hingekriegt. So. Dann können wir jetzt hoffentlich mal hoch zu Kawa. Ein Stase-Pack. Und noch irgendwas anderes. Stase füllen wir wieder auf. So. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt mal Ellie, Kawa und die anderen finden. Schwerer Standardrahmen. Müssen wir da lang? Wir müssen da lang, das heißt, ich gucke erstmal hier oben. Denn diese Leiter wird da nicht einfach nur aus Dekorationszwecken stehen. Sag ich doch, was haben wir denn da? Den Plan fürs Impulsgewehr. Oh, geil! Und was haben wir da? Hier haben wir einen Textlog. Was für euch, meine Damen und Herren? Und ein Scav-Artefakt. Das gucken wir uns auch nochmal an. So, sehr schön.
die Tiefe. Naja, wahrscheinlich nicht. Hä? Sinn? Wieso wird mein Fortschritt jetzt nochmal gespeichert? Das wurde doch gerade eben schon. Och, wie süß. Ich höre jetzt schon wieder was. Wahrscheinlich kommt jetzt das Vieh nochmal. Bisschen Altmetall. Liegt hier noch was rum, was man gebrauchen kann? Ich sehe nichts. Ich lasse mich dann einfach mal überraschen. Na, 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 na. Oh! Kann ich sowas hier nicht mitnehmen? Nee, Moment mal. Ich will jetzt... Tut mir leid, Leute, wenn wir jetzt in der Story nicht weiter fortschreiten. Aber ich will jetzt einmal nochmal draußen nachgucken. Weil ich glaube nicht, dass die hier einfach so ein großes Terrain bauen, ohne dass hier zumindest so ein bisschen was rumliegt. Oder? Aha, hier kann ich zum Beispiel hacken. Autsch, oh, ich habe mich verklickt. So. Dann machen wir das Ding hier doch mal auf. Aha, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Textlog. Aha. So, machen wir doch mal hier. Mistviecher! Aha! Naja, bedeutet nur im Endeffekt mehr Zeug für mich. Ja, sag ich doch. Ein kleines Itemlager hier. Oh, Moment, da liegt noch was. Ja, sehr schön. Oh, war doch eine kluge Entscheidung, hier hinzugehen. Ganz schön viele Ressourcen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Stasepack. Ein bisschen Wolfram. Ja, sehr schön. Hat sich gelohnt. Ihr habt nichts mehr für mich. Ah, da ist noch ein Schreckchen mit einer Platine drin. Sehr schön. Jetzt plus zwei Clips plus ein Schaden. Ist hier sonst noch irgendwas? Liegt da oben vielleicht irgendwie was? Nö. Hier auch nicht. Ja, sehr schön. Sehr gut. Hat sich gelohnt. Jetzt springt mich wahrscheinlich hier gleich noch was an. Oh ne, oder auch nicht. Na gut. So, sehr schön. Dann gehen wir hier. Dann gehen wir jetzt mal wieder hier durch. Na ruf. Danke. Heilen uns vorhin einmal voll. Und da haben wir die Kommandozentrale. Wurde auch Zeit, Isaac. Isaac, Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Ich wusste, du würdest nachkommen. Gut, dass Sie es geschafft haben, Isaac.
Sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Oh ja, bitte. Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen... Diese Mission brauchen... Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Alter, so ein Penner. Ich hoffe, er stirbt. Was für ein Riesenarschloch, ne? Ja. Sehr gut. Auf den Punkt gebracht, Isaac. Ich sehe schon. So, Moment. Erstmal holen wir uns die Audio-Nachricht an. Wieder was, Iran? Nein, Sir. Ich bevorzuge ja Cognac. Mag ein bisschen klischeehaft sein, aber mit einer guten Zigarre ist das einfach perfekt. Weswegen haben Sie mich herbestellt? Ich werde nicht lügen, Professor. Ich mag Sie nicht. Ich mag nicht, wie Sie aussehen, wie Sie reden oder Ihren Job machen. Aber der Admiral sagt, ich kann Earl Graves, hab hier nichts mehr zu sagen. Nur noch ich. Wenn Sie Männer brauchen, um diese Eiswürfel abzutauen, an denen Sie arbeiten, kommen Sie zu und nur. Natürlich. Ich dachte nur, es ist mir egal, wie viel Unterstützung Sie zu Hause haben. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Professor. Und hier draußen spielen Sie nach meinen Regeln. Ein Pneumobrenner, Altmetall. Noch mehr Altmetall. Ein paar Halbleiter. Und vier Spinde mit Munitionsclips. Noch mehr Munitionsclips, Altmetall und somatisches Gel. Ach, und noch eine Platine. Nee, gar nicht, das ist ein Medipack. Ach, egal. Ah, schön. Ich mag es, es ist wie Ostern. Ich bräuchte nur, wenn ich mir das mal so ansehe, ja, könnte ich mal ganz gut eine Itembank gebrauchen. Oh, ja. Ah, mein Bot ist wieder da. Hallo, Böttchen. Zwei Sucherbots sind beide wieder da. Sehr schön. Das war die Ersatzteilbox. Und da war sogar eine Platine drin. Sehr geil. Nee, nicht Objekte herstellen. Was war das nochmal? Safe? Teile verkaufen? Nein. Oder habe ich was im Safe? Ach ja, das war diese eklige Maschinenpistole von ganz Anfang an. Das war der... Nein, davon will ich nichts. Ich finde das Gewehr eigentlich ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Pläne. Impulsgewehr, das kann ich sogar bauen. Oder? Tatsache, kann ich. Baue ich mir das? Hat aber einen scheiß Schaden.